Kurz vor den News noch eine Meldung in eigener Sache. Wir haben seit neuestem hier unser Produkt des Monats und da möchten wir eure Produkte, eure Firma präsentieren. Solltet ihr also Interesse haben, hier Produkt des Monats zu werden, schreibt uns an, wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen zu den CIA-TV-News aus dem Juni. Ja, gibt es bald legalen Marokkaner? Anfang Juni genehmigte der Verwaltungsrat der neu gegründeten staatlichen Agentur für Regulierung von Cannabis den Organisationsplan und den Haushalt. Zudem wurden die letzten Richtlinien für die Kontrollen des Anbaus und Vertriebs von Cannabis im Amtsblatt veröffentlicht. Im nächsten Schritt sollen Lizenzen an Landwirte und Händler vergeben und Kooperativen gegründet werden. Zuvor hatte die Regierung im März die offiziellen Anbaugebiete festgelegt, die im Nordosten des Landes liegen. Dort wird Kief seit Jahrhunderten traditionell angebaut. Obwohl offiziell verboten, wird der Anbau in der Praxis toleriert. Vergangenes Jahr hatte die Regierung jedoch ein Gesetz verabschiedet, das die legale Nutzung von Cannabis für medizinische, kosmetische und industrielle Zwecke regelt. Die Regierung will dadurch den Drogenhändlern die Kontrolle über die Wertschöpfungsketten entreißen, den lokalen Landwirten mehr Einnahmen ermöglichen und die Umwelt schützen. Das Gesetz soll auch den Export nach Europa, der wichtigsten Abnehmer der Region für marokkanisches Cannabis, regulieren. Deutschland. Als der 24-jährige Mann aus den Niederlanden am Zoll stand, gab er gegenüber den Zöllnern an, dass er gerade aus der Schweiz eingereist sei und keine anmeldepflichtigen Waren oder Betäubungsmittel mit sich führe. Er habe in der Schweiz lediglich seine kranke Großmutter besucht. Nun, bei der Kontrolle des Kastenwagens hätten die Zöllner auf der Ladefläche einen Stapel mit Holzbrettern und Dämmmaterial gesehen. Der Mann habe angegeben, das Material bereits aus den Niederlanden mitgebracht zu haben. Obwohl er auf die Kontrolleure einen ruhigen Eindruck gemacht habe, entschieden sie sich zu einer genauen Kontrolle der Ladung. Als die Zöllner die oberste Bettreihe des Stapels entfernt hatten, sei das speziell hergerichtete Versteck mit einem Hohlraum zum Vorschein gekommen. Der Vorfall war übrigens bereits am 8. April und wurde das jetzt den Medien mitgeteilt. Ja, auch in der Schweiz wird kontrolliert. Im Zusammenhang mit einer Kontrolle einer vermutlich legalen Hanfanlage für den Anbau von CBD-Hanf hat die Kantonpolizei Alpenzell Außerhoden im Auftrag der Staatsanwalt in einem Gewerbebetrieb in Herisau rund 6.800 illegale Hanfpflanzen mit einem zu hohen THC-Gehalt sichergestellt. Gegen die mutmaßlichen Betreiber der Anlage und weitere Beteiligte wurde ein Strafverfahren gegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Vergleichsweise klein wirkte jene Indoor-Plantage, die von der Kantonpolizei Graubrunden Anfang Juni in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft in einem Mehrfamilienhaus in Chur eine Indoor-Hanfplantage ausgehoben wurde. Dort waren es insgesamt 111 Cannabispflanzen, die sichergestellt und vernichtet wurden. Bei uns in Österreich also eine vergleichsweise normale Anbaufläche, welche meist keine Meldung wert ist. Ja, und damit noch zu einer Meldung aus Österreich. Die Junos, also die jungen Neos, fordern in Österreich als Pilotprojekt Cannabiszonen, also wo ein geordneter Kauf und Konsum von Cannabis ermöglicht wird, so die Landesvorsitzende der Wiener Junos und Neo-Club-Chefin Evelyn Schie in Döblingen. Das kann eine Zwischennutzung in leerstehenden Gebäuden sein, Einlass sollte es ab 18 geben, auch Sozialarbeiter zur Aufklärung und Unterstützung sollen vor Ort tätig sein. Eine parlamentarische Mehrheit für eine Legalisierung gibt es aktuell aber nicht. Darauf verweisen die Grünen, die sich für eine Entkriminalisierung von Cannabiskonsum einsetzen. Gegen eine Legalisierung sprachen sich neben der FPÖ auch die ÖVP und SPÖ aus. Die Rote Parteijugend in Niederösterreich fordert hingegen eine Legalisierung. Wenn der Verfassungsgerichtshof entsprechend entscheiden sollte, ändert sich die Ausgangslage natürlich grundsätzlich, heißt es aus dem Grünen Parlamentsclub zum Standard. Dann wird man sich das Urteil und den daraus resultierenden Auftrag an den Gesetzgeber genau ansehen, die Erfahrung anderer Staaten in diesem Zusammenhang hinzuziehen und entsprechend dem Urteil die Umsetzung angehen. Also in Österreich könnte sich auch in Zukunft etwas ändern.
Ja, und Post schickt angebliche Drogen zurück. Der Parfümduft mit dem provokanten Namen Like Cannabis But Not roch nach Ärger, denn die Post vermutete einen Drogentransport. Die Lösung der Post war, die Sendung an den Absender zurückzusenden. Die Bestellerin Olga N. bekam daraufhin eine Nachricht mit der Erklärung von der Postverzollung. Die Sendung wurde aufgrund unzulässigen Inhaltes Cannabisöl an den Absender retour gesendet. Ich bin verärgert, es ist eine sehr unangenehme Situation, sagte die Ukrainerin im Heute-Gespräch. Man kann das Parfüm normalerweise auch auf einer österreichischen Webseite bestellen, aber dort war es ausverkauft. Die Hotelmitarbeiterin entschied deshalb, einen ukrainischen Online-Shop zu unterstützen. Nachdem die Bestellung zurückgeschickt wurde, klärte der Zoll die Betroffene auf. Es ist in vielen Fällen leider so, dass die Post bei einer reinen Vermutung bzw. die Möglichkeit einer Einfuhrbeschränkung gar nicht erst die Prüfung oder Feststellung durch den Zoll veranlasst, sondern die Ware von sich aus selbst retourniert. Das Paket wurde also nicht beschlagnahmt, sondern im Zuge der Zollmeldung retourniert. Das ist angeblich das übliche Vorgehen, wenn es sich um Inhalt, um CBD oder THC-haltige Produkte handelt. Hier ist aber leider ein menschlicher Fehler passiert, wodurch der Inhalt unrichtig klassifiziert und zurückgesendet wurde. Die Post bedauert die Unannehmlichkeiten. Wir werden uns direkt mit der Empfängerin in Kontakt setzen und ihr eine kleine Wiedergutmachung zukommen lassen. Hoffentlich keine THC-haltigen Produkte. Gut, und dann gibt es noch eine Meldung. Regierung bestätigt die Legalisierung von Cannabis. Die Legalisierung von Cannabis rückt näher. Die luxemburgische Regierung hat am Freitag einen Gesetzesentwurf zur Änderung der Gesetzgebung in diesem Bereich verabschiedet. Dieser wird volljährigen Personen den Konsum von Cannabis im privaten Bereich und den Anbau von bis zu 4 Cannabispflanzen zu Hause erlauben. Dabei dürfen die Pflanzen ausschließlich aus Samen gezüchtet werden. Der Grund bleibt ein Geheimnis. Der Besitz und Konsum von Cannabis in kleinen Mengen auf öffentlichen Straßen wird entkriminalisiert. Das bedeutet, dass die Konsumenten nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Bußgelder soll es aber weiterhin trotzdem geben. Es ist aber noch unklar, aus welchen Gründen die dann sein werden. Bei ihrer Wahl im Jahr 2018 hatten die Regierungskoalition eine Entkriminalisierung und sogar eine Legalisierung von Cannabis für den Freizeitgebrauch durch eine Produktion im Inland versprochen. Die Regierung von Premierminister Skaaja Bettel schraubt ihre Ambitionen jedoch zurück, um ihre Beziehung zu den Nachbarländern zu schonen, insbesondere zu Frankreich, das die Entstehung eines Handelsplatzes an seinen Grenzen befürchtete. Und dann noch eine kleine Meldung aus den USA. Mit Rhode Island steht der 19. US-Bundesstaat kurz vor der Legalisierung von Cannabis. Am Dienstag ist ein entsprechender Gesetzesentwurf erfolgreich durch das dortige Repräsentantenhaus und den Senat gekommen und dürfte nun von Gouverneur Dan McKay unterzeichnet werden. Im Rahmen des Rhode Island Cannabis Acts soll der Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken zum 1. Dezember dieses Jahres beginnen. Das neue Gesetz beinhaltet die automatische Löschung früherer Cannabis-Verurteilungen, die unter die jetzt gegebenen gesetzlichen Grenzen fallen. Es wird erwartet, dass dies bis zum 1. Juli 2024 in Kraft tritt. Und diejenigen, die beim Gericht einen Rechtsbehelf beantragen, können ihre Fälle jedoch beschleunigen lassen. Also das Gesetz, das ich heute unterzeichnet habe, stellt sicher, dass die Legalisierung gerecht, kontrolliert und sicher ist, sagte er. Das waren drei Dinge, die uns allen sehr wichtig waren, als wir diese endgültige Vereinbarung ausgehandelt haben. In diesem Sinne wünschen wir uns auch in Europa eine gerechte, faire und kostengünstige Lösung für Cannabiskonsumenten. In diesem Sinne, liebe Leute, bleibt legal, bleibt gesund, kommentiert was und lasst euer Abo da. Tschüss und Baba.